Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Verdammt! In der letzten Folge haben wir Parallelquests wie blöd gemacht. Und jetzt haben wir noch zwei Parallelquests übrig, die ich am besten in diesem Part hier noch machen will. Wir siegen einen neuen Gegner. Hahaha. Wenigstens kann ich hier wieder eigene Charaktere mitnehmen. Okay, 20 Minuten schaffen wir die beiden? Ich weiß es nicht. Vor allem der letzte wird mir ja wieder auf den Nerven gehen, wo ich wieder jemanden beschützen muss. Und dann muss ich auch noch den Zeitkristall da oder Zeitsplitter farmen. Das muss ich aber erstmal hier töten. Wie blöd. Und ganz viele bunte Gegner. So, wer will als erster schluppern? Okay. Die müssen wir an sich eigentlich noch. Wirklich. Ja, da ist schon mal einer. Du tutst deinen Meister. Eins. War schon mal einer. Und der zweite. Ach, warte jetzt. Echt. Zwei. Ja. Der Helm so wenig haben, ist halt ja locker. Ja, sehr schön. Wie sagt? Dann kann ich. Wir waren schon mal drei. War ja noch mal. Jetzt dreimal, noch zweimal, genau das gleiche. Und wir schaffen das. So, ich glaube, wir gehen jetzt sogar in der richtigen Reihenfolge hier ab. Bei den Cybox und Cell, ja. Vegeta, okay. Ja, der war ja auch böse, das stimmt. Der Busaga war ja auch wieder böse. Das ist zwar genau der Vegeta, ne? Boah, ich will es doch noch finishen. Nicht heute, Makamoto. Oh nein. Ich werde sowieso davon getroffen, ne? Ne, okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nicht von dieser Attacke getroffen werde. Well. Was hat denn? Was hat der Kombo werden? Was ich nicht lache. Was ist das? Naja. Bam. Komm schon, geheim. Warum treffe ich dich nicht? Warum kriegst du so auf den Fress von der? Was ist das? Also wenn die Saiyajin-Rasse so ihr maximaler Schadensoutput ist, ne, dann will ich gar nicht wissen, wie viel anderen Rassen so abziehen. Wie zum Beispiel Namekiana, die glaube ich nicht so eine hohe Angriffskraft haben. Ich will gar nicht wissen, wie wenig die noch abziehen. Ne, da war ich.
Wenn die Saiyajins hier den stärksten Angriff ist. Aber warte mal, da, von da kam ich. Entschuldigung. Mist, verdammt. Wo oh, da? Was? Ja, was? Ja, eben da lang. Gletscher, ja. Hm. Wir kämpfen mal gegen ganz Blutsmächern. So nani ore ni taberare tai no ka? Und Ausweichpose. Nein. Du sagst, wer hat abgebrochen? Erstmal kommt Nappa dran. Wir müssen ja am schwächsten sein, ne? Am schwächsten. Ich frage mich aber, was passieren würde, wenn man einen dieser Charaktere steuern würde. Wenn man zum Beispiel Mr. Satan spielen würde, hat er halt echt so wenig KP, wie der immer als Computer gesteuert wird. Glaube ich nicht, ne? Auch echt? Nein. Ich muss schon sagen. So, wer kommt jetzt dran? Du schon. Was hat denn? Aber ich Glück habe, ist die Mission dann auch schon vorbei. Tut mir ja leid, dass ich nicht immer die ultimativen Sachen hier zeigen kann. Aber ist halt random. Wenn ich jetzt jeden Versuch aufnehmen würde, dann wird das ewig dauern, bis ich mit dem Let's Play hier fertig bin. Er kann nach einem Versuch schon klappen. Oder kann auch erst nach 10 Versuchen klappen. Steht da, ist alles Zufall. Oh nein, da ist gut, das geht. Oh, ich hab ihn gerade. Ja, komm näher. Ein Geschenk für dich. Boah, hat jetzt flüssig irgendwie abgezogen. Wobei mir so flüssig irgendwie runtergegangen. Alter. Warum ist die Cybox so stark? Why are you Cybox so strong? Oh, Oh ne, nix da, das hättest du nicht gern, ne? Wie frisst du das? Oh, es geht noch weiter, Kacke. Aber nicht hier. Ich nehme mal an, im offenen Feld. Mir geht hat hier alles noch überlebt. Der hat die ganze Zeit schon so wenig HP. Und ist immer noch im Leben. So, hier, ne? Stimmt. Ist das doch. Oh Gott, jetzt kommen. Oh Gott. Geht ihr mir bloß weg. So sehe ich aus, ne? Alle drei erstmal auf mich, ne? So, erstmal heil. Mein Gott, Vegeta wurde besiegt. Das geht doch irgendwie gar nicht. Das ist irgendwie nicht möglich. Okay, wer zum Teufel blockt schon wieder irgendwie hier die Dinger? Und wie? Oh nein. Boah, Hilfe, zum Glück wurde ich nicht getroffen. Was? Boah, die Musik schon wieder, ne? Da kommt mal irgendjemand her. Ich möchte irgendjemanden treffen. Ja, mach ich irgendwie jemand anderen zuerst kaputt. Wir haben alle genau viel AP. Alter, lass mich leben. Perfekte. Oh nein. Boah, was macht Zelda immer? Ich schaff's immer, meine Abwehr sofort kaputt zu machen.
Komm her. Komm, Spinner. Ich glaube, ich krabbel. Ich glaube, ich webe. Lenkt ihr lieber. Oh, Schein. Ich weiß, verdammt. Schon wieder weg. Bills, mach du mal. Ich habe jetzt keine Zeit. Wie wenig ziehe ich den denn? Alter, was machen die da immer? Ich treffe die doch immer eindeutig. Ah, super. Was ist das? Muss mal einen kaputt kriegen, verdammt. Oh nein, da bin ich knapp mit dem Verbindeten. Oh nein, ich bin sowas von tot. Mann, nein, mach das zu. Oh Gott. Sag mal, gibt's doch nicht. Zell, verdammt. Oh Gott, was? Alter, Cell lebt immer noch. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, was soll man denn dagegen machen, ey? Boah, oh mein Gott. Boah, nicht schon wieder. Ist das ein kranker Kampf hier schon wieder? Ich muss ja ausgerechnet die ultimative Dingens hier schaffen, ne? Pisst euch doch mal! Wenn ihr das hier schon wieder abwehrt, ne? War pisst euch! Oh mein Gott, was ein Kampf hier. Oh. Set sehe ich irgendwie nicht so, aber okay. Trotzdem mit Druck. Ey. Das ist immer das, was mir so richtig einen Schlag in die Fresse kriegt, dass ich nie was kriege danach. Ja, Set ultimative Finisher geschafft, aber trotzdem nichts bekommen. Geil. Weiß ich, wenn ich das Set hab. Ah, Kampfobjekte. Hab ich noch, okay. Ja, jetzt kommt der nervige Teil. Oh. Ja, Saiyajin Revolt. Ich muss Raditz und Nappa beschützen. Leck mich. Soll ich einen Duck bewerkstelligen? Nehmen wir mal. Haben wir jetzt die bösen Version davon freigeschaltet? Ja. Nehmen wir mal den. Kid Buu finde ich auch cool. Ist, glaube ich, meine Lieblingsversion von den Buus. Ja, wenn nur so bad shit insane ist. Boah. Ja, okay. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Raditz und Nappa, die schmeißen sich ja und die muss ich die ganze Zeit bestimmt hier dabei haben, ne? Boah, echt? Es wäre irgendwie gut, wenn ich den gegnerischen Balken sehen könnte, ob die überhaupt einen Ausdauerbalken haben. Ich bezweifle das nämlich. Ja, müssen wir jetzt gegen Freezer und alle so kämpfen. Da jetzt für einen Moment, der wäre Gold. Aber das wäre irgendwie nicht logisch, ne? Ich habe ihn noch gar nicht abgezogen, Freunde. Ich
Vor allem, bestimmt darf keiner von dem ab... frecken, ne? Bestimmt darf keiner von denen drauf gehen. Oh, da ist Frieza vorbeigeflogen. Ich hab Lenny, ist das hier überhaupt? Ist das nicht Namek, ne? Ist das Vegeta? Ja, jetzt habe ich wieder ihr Problem. Vegeta, doch. So. Capsule Corporation. Apul Corporation. Was? Wir sind so fünf, merke ich gerade. Irgendwie ganz schön krass. Was? Du hast nicht das Haus zerstören, verdammt? Das Haus hat dir nichts getan. Auch auf das Haus zu ziehen, Mann. Ich finde es irgendwie unlogisch, dass Piccolo mehr AP hat als Freezer. Obwohl, zu dem Zeitpunkt, ne? Oh, die spammen die ganze Zeit ihre Energiefelder sehr gut. Meine Güte. Der blockt einfach und alles ist gut, oder wie? Pack meine Saiyajins nicht an. Boah. Sehr gut. Ja, du. Oh, und jetzt kommt schon Sangohan, echt. Ja. Okay, Raditz bringt er jetzt Manieren bei. Oh, komm. Schleunigen wir das ein bisschen. Oh, nee. Ja, bin ich. Warum fuck mich das andauert jemand? Wieso erkennt man das überhaupt? Ich sehe jetzt nicht so aus wie ein Saiyajin, ehrlich gesagt, vom Aussehen her. Bin ich jetzt. Ich sehe aus wie, weiß ich nicht. Halt ein Dragon Ball Z-Charakter. Eine schöne Uniform und so. Ich trage jetzt keine Rüstung oder so. Ja, auch nicht so war so gut wie fertig gleich. Zwei Dinger müssen wir auf jeden Fall noch. Zwei Gebiete. Na, wer fehlt denn noch? Son Goku, Gotenks, Vegeta. Wahrscheinlich. Da kommt der oder Gotenks. Ausgerechnet Gotenks. Von allen Leuten, ne? Am Ende kommt wieder Son Goku und der spammt sein Superkram, ja. Das sehe ich schon jetzt voraus. Nein. Oh gut. Der Ultimate irgendwie verhindert. Da kann ich nicht meinen Ausbrechangriff. Ich was bekommt knapper Schaden. Meins ist rot. Das sieht viel besser aus. Tut's auch. Und jetzt den er mitten in die Fresse. Wer hat den schon wieder weggehauen? Vegeta, du warst da. Ne, ich habe dein Kamehameha gehört. War doch deins. Da kenn ich auf 100 Meter Entfernung. Ey! Ey, wer hätte ja wohl kurz platt machen können, ne? Sieht doch noch gut aus mit den AP. Vielleicht hilft auch Buu sehr in diesem Kampf. Oh, jetzt hast du auch schon zwei Beine. Ist ja richtig geil. Letztlich sieht diese Mission nicht mehr so unmöglich aus. Oh Gott, sieht das viel ab. Okay, Vegeta hält weniger aus als Gotenks. Macht ein bisschen Sinn.
Oh, der ist ja eine Lachnummer hier. Mein Gott. Das soll das gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt kommt schon das letzte Gebiet. Und jetzt kommt Son Goku. Wie viel soll er wetten, dass wenn ich sofort da reingehe, der seine Super Kamehameha auf mich feuert? Und wenn nicht, dann macht der die ganze Zeit, ne? Jetzt hat ja noch niemand ein Ultimate, glaube ich, eingesetzt, ne? Wollen wir mal sehen. Der geht sich ab, was? Da war nicht sein Super Kamehameha, aber passt. Die Mission davor war viel schwieriger. Das ist eine Lachnummer irgendwie. Boah, das ist nicht gut. Sechs Charakteren im Weltkampf. Im Weltkampf ruckelt es irgendwie am meisten, habe ich das Gefühl. Boah, ehrlich. Nein, das liegt nicht am Video oder an der Aufnahme, das liegt echt hier am Weltkampf. Das ist hier immer so am Ruckeln. Aber ist das Gebiet doch viel kleiner hier. Okay, die ganzen Zuschauer bewegen sich hier aber trotzdem. Nein. Schlüsselobjekt. Hey, wir haben das schon bekommen. Sehr gut. Da kann ja nur Dingens sein. Der Splitter. Okay, Vegeto. Oh, jetzt kommt er. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ich habe auch meinen Vegeto, ne? Und da geht schon direkt Super Vegeto. Weil die schaffe ich auch noch. So. Hame. Der ultimative Kampf. Er hat zwei Ultimate geschafft, ne? Zwei ultimative Herausforderungen. Finde ich gut. In einer Aufnahme sogar auch. Dabei haben wir nur zwei gemacht. Das ist noch beeindruckender. Das Schlüsselobjekt haben wir auch. Das nehme ich mal an, ist der Kristallsplitter. Entweder das oder ein Dragon Ball. Aber da hier ein Kristallsplitter zu droppen ist, nehme ich mal an, das hat das Ding war. Ja, das war irgendwie einfach. Irgendwie haben die fast gar keinen Schaden bekommen. Ja. Vernichtungsgranate. Keine Ahnung, wessen Angriff das sein könnte. Ich muss irgendwie an Piccolo denken. Oder kann das ja nicht sein. So. Warte ich nur, was ich jetzt mit dem Kristall später machen kann. Ich werde schon herausfinden, was ich damit machen muss. Jedenfalls, wir haben jetzt... Ich hoffe, es gibt nur 5. Ich habe jetzt nämlich 5. Gucken wir uns die mal an. Ein hübscher Durcheinander... Durchscheinender Kristall. Manchmal scheint er Dinge klar darzustellen. Ein hübscher durchscheinender Kristall. Manchmal scheint er die Farbe zu verändern. Manchmal scheint er ein vertrautes Wappen zu zeigen. Er scheint einen Mann mit einem vernarbten Wange zu zeigen. Eine Stimme scheint leise Kakarott zu rufen. Okay. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Da gucken wir in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, nach. Wir haben ja erstmal alles erledigt, jawohl. Und ja, weiß ich nicht, was ich in der nächsten Folge mache. Ich nehme an, wir müssen mit Trunks oder mit dem Kaioshin der Zeit reden. Da werde ich ja sehen.
Jedenfalls in der nächsten Folge machen wir erstmal Krillins Training weiter. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.